Hier ist Baconsack für euch und willkommen zum lange, lange angekündigten und lange nicht umgesetzten weiterführenden Let's Play von PokéPark Wii. Dieser charmante junge Knabe dürfte den meisten Podcast-Zuhörern schon bekannt sein. Oh ja. Denn das ist der gute Sefit. Freut mich sehr, liebe Gemeinschaft, liebe Nerdclips-Fans, endlich mal auch live vor der Kamera dabei zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist wirklich ein, muss man sagen, tatsächlich etwas ganz Besonderes. Denn ich habe. Gab's das überhaupt schon? Nein. Von mir? Also wir haben uns noch nie beim. Wir haben uns noch nie beim Zocken oder so. Wir haben uns noch nie gesehen. Ich habe den vorhin auf der Straße kennengelernt. Hallo. Ich habe mir gedacht, du bist eigentlich hübsch und ja. du siehst wie ein erfahrener Spieler aus, willst du nicht mitkommen? Na, vor allem so eine für erfahrene Spieler sind halt Sachen wie PokéPark gerade richtig reizvoll. Natürlich, ne? Ich habe nur das Wort, du kannst mich nicht, ja. Hast du erst gesagt, was bist du, was willst du von mir? Ja. Dann habe ich nur das Wort PokéPark gesagt super und dann bin ich sofort dabei. Geiler Scheiß. Nein, was man vielleicht dazu erwähnen muss, ist, ich wohne ja im nicht schönen Salzgitter und Sefit wohnt im sehr schönen Berlin. Und deswegen sehen wir uns halt echt nicht so oft. Und deswegen ist es halt wirklich eine Besonderheit, dass er sich die Zeit genommen hat, hierher zu kommen in dieses Dreckskaff, oh ja. Um mit mir diese Tortur, dieses furchtbare PokéPark Wii endlich zu beenden. Ja, es war ja wirklich eine spontane Idee. Ne? Ja. Also schön, dass wir es jetzt auch hinkriegen. Das ist wunderbar, ja. Hört die Podcast, dann könnt ihr die Szene auch rauskriegen. Ja, genau. Das haben wir tatsächlich im Podcast zu den größten Videospielenttäuschungen, hatten wir das spontane Idee. Stimmt, bei dem war das auf jeden Fall. Ja. Hatten wir das und also wir sind jetzt da, in zwei Wochen übrigens kommt Pumi dann. Ja. Und dann machen wir das selber auch nochmal. Leider hat es nicht geklappt, dass wir alle zusammen sind. Aber ja, zeitlich das Management nicht ganz gepasst. Aber Pumi wird sicherlich ein sehr, sehr guter Vertreter meiner sein. Aber erstmal gucken, wie ich mich heute schlage. Ich wollte sagen, soll das jetzt nicht so hoch starten? Ja, gut, PokéPark, also. Was soll passieren? Eine Menge. Na gut, also wir spielen jetzt PokéPark Wii. Ich hab mich wieder durch das Spiel nochmal, denn ich habe mein Save-File verloren tatsächlich, leider. Deswegen muss ich diese ganze Scheiße nochmal spielen, offscreen, damit ich jetzt wieder daran anknüpfen kann, was wir das letzte Mal gemacht haben. Und ja, wie gesagt, PokéPark Wii, ihr kennt die Parts, das ist ein schlimmes Spiel, das ist eine Tortur. Und deswegen haben wir uns hier auch jetzt ein bisschen Alkohol besorgt. Ne? Ich bin enttäuscht, dass es kein Berliner ist, aber... Ich wollte ja eigentlich erst das Feldschlitz hier, nee, nicht Feldschlitz, das Wand ist. Flens. Das Flens, genau. Ja. Das Flens Gold. Hatten sie aber nicht tatsächlich. Echt? Nee, warum? Also es war wirklich Zufall, normalerweise kriegst du das hier mal. Wir wollen keine Schleichwerbung machen. Egal. Jedenfalls, wir trinken uns das jetzt schön. Und ja. So, fangen wir endlich an. Ja, bitte. Pika! So, weil wenn du jetzt reinziehst. Was ist das für ein Avatar eigentlich schon? Ja, man müsste sich nochmal den ersten Part angucken, da konnte man sich einen total sinnlosen Avatar auswählen. Ich habe auch nicht verstanden, was das macht. Anscheinend ist es einfach nur da, um hässlich zu sein. Ja gut, aber es hat jetzt schon gewirkt, dass ich darauf reagiere. Ja. Also, okay. Und für die ganze scheiße Tortur, die ich jetzt gemacht habe, habe ich doch gerade mal 2 Stunden gespielt. Also ich habe jetzt, glaube ich, weiß man, wie viel das jetzt schon ist, so vom Spiel? Also ich habe jetzt, weil ich ja geplant habe, mit dir das jetzt ein Stückchen zu spielen und dann nächste Woche noch mit Tommy zu spielen, habe ich natürlich schon mal geguckt, was kommt denn jetzt grob noch? Und ich dachte echt, du bist schon ein bisschen weit, aber nein, Mann. Echt? Das ist vielleicht... Also wenn es hochkommt, wenn es ganz, ganz hochkommt, dann ist es ein Fünftel. 2 Stunden Spielzeit. Ja. Egal, komm, hau rein jetzt hin. Ja. So. Kannst du mich über die Story aufklären? Ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf. Also ich habe mir die erste Folge angeguckt und muss zugeben, Scham über diejenigen, die sich das ausgesucht haben. Das guckt ihr euch da selber gar nicht an. Das ist doch der letzte Mist, deswegen habe ich es auch nicht weitergeguckt. Was ist denn jetzt unser Ziel in dem Spiel? Aber grafisch geht's ja, ne? Ja, also das ist gar nicht so schlecht. Ich meine, gut, diese Pokémon-Engine, ja, die hat jetzt, ist jetzt ja, nicht so... die muss jetzt nicht so viel schatten. Aber hey, Fußabdrücke. Fußabdrücke, immerhin. Ist jetzt halt kein Witcher, ne? Nah dran, ja. Pika von Riva. Das ist, stell dir vor, Geralt hätte anstelle des von seinem Wolfsclan da, nicht diese Wolfskette, sondern eine Pikachu-Kette. Weil er ein Pikachu ist. Und dann kann er praktisch immer spüren, wenn der Elektrizität in der Nähe ist. Ja. Mhm. Was sonst? Was müssen wir jetzt machen? Klär mich auf. Also Pikachu ist hier irgendwie auf so einer komischen Insel, wo die Pokémon in verschiedenen Resorts leben, verschiedenen Ebenen. Das ist die Strandebene, die erste war die Grasebene. Und Spoiler, es gibt auch noch eine Lava- oder Feuerebene, okay. Eine Eisebene, eine Steinebene, ja, ich bin so eine Geistebene. Warum habe ich nicht meinen Feuer-Pokémon-Schritt mitgenommen? Das wäre jetzt perfekt gewesen. Dann hätte ich gesagt, Ziel ist heute, Feuer-Pokémon-Sachen zu erreichen. Ja.
Also wenn, dann war ich meine, wie wahrscheinlich 80%, da bin ich absolut Mainstream, aber ich war natürlich immer ein Feuer-Fan. Also alles, was so Richtung Glurak, ja. Glurak, Arcani. Arcani, ne, genau. Lavados. Also Feuer war schon immer so, also generell die Farbe Rot, ja. Ja. So, okay, aber warum machen wir das jetzt? Also ja, also wir sind, Pikachu ist irgendwie mit seinen anderen Kumpel-Pokémon, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, aber es war immer irgendwie ein Starter aus jeder Generation, bis das Spiel rauskam. Ja. Wir sind ja jetzt mittlerweile mit Pokémon Sonne und Mond sind wir ja bei der 7. Generation. Und ich glaube, damals war die 4. Generation draußen von Pokémon. Das heißt, mindestens 4 Starter und Pikachu halt. Und die sind irgendwie auf dieser Insel gelandet, wo die Pokémon so leben in verschiedenen Zonen, die ja halt auch ihrem Typ entspricht. Ne? Wir sind jetzt am Strand, du siehst halt lauter Wasser-Pokémon. Entorn. Aber es ist ja so ein bisschen Prequel zum neuen Pokémon, was so auf Hawaii spielt. Ne? Könnte man ja schon fast sagen, dass vielleicht das so angeteasert ist hier. Das ist ja, oh, was ist das? Okay. Holz. Okay. Und jetzt haben wir hier so kleine Quests oder was immer? Ja, also du musst im Prinzip, das Ziel des Spiels ist es, dass Pikachu auf der Insel herumläuft und mit jedem Pokémon befreundet ist. Im Prinzip macht Pikachu mal eine epische Quest, um die möglichst vielen Pokémon-Facebook-Freunde zu finden. Ja, Facebook. Und ja, ich habe schon ein paar Freunde gefunden und irgendwie, wenn du alle Freunde hast, kannst du irgendwie die Welt retten. Haben wir eine Übersicht, wie viele Freunde wir haben? Ich muss mal gucken. Deine Freunde, Tatsache. Ja, hier. Ja. Wow, okay. Also wir haben schon viel. Schon ein paar mehr. Naja. Deswegen dachte ich ja auch, okay, ich bin jetzt schon relativ weit, wenn du jetzt mal guckst. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Pokémon hier in dem Spiel sind. Wir müssen jetzt aber nicht alle als Freunde kriegen, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn du es 100% spielen möchtest, ja klar. Ah, warte. Genau, also es gibt 193 Pokémon anscheinend in dem Spiel. Von den bis dato, ich glaube, ungefähr 400 Pokémon, die es gab. Mhm. Also das ist schon knapp die Hälfte, das ist nicht wenig. Ja, das ist krass. Na komm, also die Sachen, die auf der Map angezeigt sind, sind unsere Quests. Nee, ich glaube, das sind Ein- und Ausgänge. Ich weiß auch nicht mehr genau, was ich machen musste. Ich weiß noch genau, hier waren irgendwie da auf der, guck mal, da ist diese Brücke. Ja. Da hinten sieht man es vielleicht, ganz klein. Da ist ein Isso und ich glaube ein Plinfla. Hm. Und die waren irgendwie meine Homies und die sind da gestrandet und ich muss jetzt irgendwie diese Scheißdinger darüber bekommen. Na, eine Brücke bauen mit dem Holz sicherlich. Ja, kann, ne? Aber ich weiß nicht, wie ich diese Brücke bauen soll. Frag mal Fleckmann. Fleckmann ist so ein episches Pokémon. Ne? Hm. Wer spricht jetzt Fleckmann eigentlich? Mach du mal. Ich mach immer die Gäste. Ach nee, wahrscheinlich spricht Pika selbst gar nicht, oder? Pikachu spricht selber nicht, ja. Okay. Passt nicht. Wir wechseln uns einfach ab. Hoffentlich versöhnen sich Garados und Impagator bald wieder. Wie bitte? Ach so. Du willst Funken spielen? Oh ja. Nicht? Das ist so dumm, ne? Du kannst, wenn du mit den Pokémon halt, bevor sie mit der Freundschaft schließen, musst du kleine Minispiele mit denen machen. Also Pokémon ist ja eigentlich schon eine Marke, die eher auf Kinder abzielt. Ja. Aber trotzdem werden ja die richtigen Pokémon-Spiele immer eher von Erwachsenen in der Masse gespielt, wirklich tatsächlich. Aber Pokéball Wii ist ein Pokémon-Spiel von Kindern für Kinder. Das merkst du halt auch an dem Inhalt des Spiels. Okay. Denn du hast ja diese dummen Minispiele. Wobei ich sagen muss, da haben sie so ein bisschen, wirklich mit so einem kleinen Augenzwinkern das schon gemacht. Denn es gibt Pokémon, die sind echt schnell, zum Beispiel Aquana, glaube ich, hatte ich im letzten Part, das habe ich noch nicht geschafft zu fangen, weil es echt schnell war. Und wenn du jetzt gegen Fleckmon, dem langsamsten Pokémon ever, fangen spielst... Ey, ich konnte ihn nicht... Jetzt hast du weggeübt. Ja, ich ganz kurz. Lauf jetzt einfach vorhin weg, bis Fleckmon. Und du musst ihn jetzt fangen? Mhm. Im Ernst jetzt. Ich habe nur noch 53 Sekunden, wie soll ich das noch schaffen? Aber es gibt doch bestimmt nachher noch andere Fangspiele, wo es schwieriger wird. Ja, also wie gesagt, Aquana war so schnell, das habe ich nicht gekriegt. Fleck. Ah, siehst du? Ja. Wie bitte? Ich habe verloren. Ich? Du hast wirklich Talent. Du klingst wie Benjamin Blümchen, Alter. Benjamin. Aber ey, Fleckmann steht mir so vor. Hallo Otto. Otto. Wie war das bei dem Kartenspiel Benjamin Blümchen und Durchfall? Und wo wir dieses Kartenspiel gespielt haben, wo du diese... Sätze zusammengesetzt hast. Ach so, stimmt. Tod durch Durchfall beim Geschlechtsverkehr mit Benjamin Blümchen oder irgendwie sowas. Nee, Benjamin Blümchen und hier war das Ding und dann hat man was dazugelegt. Warte mal, ich hatte in der Graszone, ja, da war ein wie dieser. Ich glaube, es konnte uns, weil das ist ein Biber, und ich glaube, es konnte uns irgendwas bauen. Ich glaube, ich muss da hin. Wir müssen bestimmt das Holz bringen. Wir brauchen mehr Holz. Ich möchte auch mal einen richtig stellen. Aber wenigstens, also ich meine, das Spiel ist wirklich jetzt simpel, aber wenigstens gehen die Ladezeiten noch. Wenn das so auf Skyrim-Niveau wäre, von Konsole her gesehen. Boah, das wäre noch ein 3. Das war auch so. So, warte mal, wo komme ich jetzt hier? Nee, das ist das. Ich
Kamera ist so scheiße. Hier mit dem Ding konnte ich mich vorhin warpen. Und die Kamera schnell drehen? Dann kannst du sie nur zentrieren hinten mit B. Okay, spiel du mal. Willkommen! Für 20 Bären bringe ich dich überall hin! Also, wo soll's denn hingehen? Ich würde gern nach Vegas, aber das geht auch nicht. Grüß dich! Und ab geht die Post! Hui! Guck mal, ja, der fest Pikachu in den Schritt. Also, Pikachu! Wie der gefällt's, aber es ist ja so ein Bauchding. Ja, so ein Bauchding? Ja, so ein Bauchstreich. Bauchmarmina, ja. Ja. Bauchmarmina, okay. Ach, Leute. Man hätte jetzt hier Sachen spielen können. Gute Sachen. Mhm. Aber nein, meine kleine Community hat dafür gewotet, dass ich Pokepark Wii spiele. Also spiele ich das jetzt auch. Ich bin ein Mann meines Wortes. Ja, ja, man hat ja nicht gesagt, wie lange es dauern darf. Genau, also, das ist richtig. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, wo das Ding war. Diese Steuerung ist auch so furchtbar. Ne? Ich bin nicht so dumm, dass ich hier jetzt nicht richtig das machen kann, aber das ist einfach so furchtbar. Ja. Menki, Mirapla, vor allem Kaper, du weißt, es ist einfach, es ist an Land! Als Fisch und es stirbt einen Erstickungstod. Es ist ihm aber scheißegal. Ich habe jemals behauptet, dass Carpador nicht an Land atmen kann. Sonst würde es ihn gar nicht in der Arena einsetzen können. Vor allem, ich kann ja alle auch hier umtackeln, ne? Hm. Oh, was ist jetzt passiert? Oh, Rollio! Oh. Wie habe ich das gemacht? Ach, weil ich gegen den Baum gerannt bin, oder? Rollio, wo ist denn Rollio? Okay. Ja, mit meinem Baum sicherlich. Geh mal drumherum. Ja, das würde ich ja tun, wenn die Kamera so scheiße fest. Alter, das ist. Vor allem, du kannst auch nur mit dem Steuerkreuz. Das. Ist das Ding denn jetzt? Ja, keine Ahnung. Mal ohne Scheiß? Andere? Ich bin gegen diesen Baum gegen. Oder ist das so eine Art Ria-Freischaltung gewesen von wegen... generell, dass wir haben jetzt ihn einfach... irgendwo hingepackt. Ja. Good luck finding this bitch. Ja, egal. Da ist es! Warum auch immer es hier hinten ist! Da war es gerade diskutiert mit Kappelor. Ja, anscheinend. Blatt für Blatt esse ich mich satt und lick hier die ganze Wand beplatzt. Lass uns kämpfen! Ja, komm, was? Wir töten Hornio jetzt. Na gut, dann kann's ja losgehen. Tatsächlich gibt es hier ein Kampfsystem. Ach, okay. Zwei Lebenspunkte wir beide, oder was? Quasi, ja. Wir machen einfach einen Sommerstock. Wie es herrobbt. Um es direkt zu töten. Das hat halt gar nee! Keine Chance. Nee! Nicht! Siehst du, wie anspruchsvoll diese Kämpfe sind? Das ist schon Dark Souls, ne? Das ist aber krass ausgewichen. Also erst so ein paar Meter Abstand gewonnen, ja, ja, ja. Zu der Distanz zum Dann habe ich tatsächlich gewartet, bis er näher kam. Mhm. Ja, war schon krass. Mhm. Oh, wie habe ich den jetzt gesprungen? Weiß ich nicht mehr. Du bist einfach der Beste. Lass uns Freunde werden. Ich will auch irgendwann einmal so stark sein wie du. Sag mir einfach, dass der Donnerschock hat ihn im Stimmbuch gebracht. Ja. Der wird sich bald zu Kokuna verpuppen. Doch unabhängig davon, selbst wenn er... Hornio kann ja mal gerne sich wünschen, so stark zu sein wie ich, aber trotzdem wird Hornio niemals ein Donnerschock werden. Mm. So, was ist denn jetzt dieses Scheiß? Wie doof. Aber jetzt weiß ich, warum das Spiel so lange dauert, weil man nicht weiß, was man machen soll. Oder? Richtig! Und du hast ja auch, wenn würde dir das angezeigt werden, deine Quests oder irgendwas, ja. Ne? Aber nö. Ach du Scheiße, ey. Was ist denn das? Das ist ein Düsselruhe? Du weißt jetzt schon grob, wo das ist. Nee, ich weiß nur noch, irgendwo hier war das, glaube ich, in der Dingszone. Was ist denn da, diese Holzkiste da links? Da sind, glaube ich, Bären drin, die mir auch nichts bringen. Hm. Weil ich habe auch nicht verstanden, warum ich... was ist das? Ist das eine große Beere oder ist das ein Ball? Na, das ist ich glaube, das habe ich mir schon mal gefragt. Das ist ein Augapfel. Das ist ein Augapfel von Turtok. Das sieht aus wie ein Hoden von Turtok. Das ist ja ein Augapfel. Sehr gut. Aber muss ja sagen, es ja, laufen alle sehr friedlich herum, also denen scheint es gut zu gehen. Ich sag mal so, die Trainer haben diese Insel noch nicht gefunden, sozusagen. Nicht gerodet. Ja. Pokémon versklavt. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie so bei uns zur, weiß nicht, wo alles kolonisiert wurde. Das ist es. Oh, ja. Das ist es. Okay. Oh, du kommst mir gerade recht! Also wie dieser ist das Hass-Pokémon von allen Menschen, falls du nicht weißt. Ich würde gerne einige Verwandte und eine Freundin in den Pokepark einladen, aber ich habe keinen Ort, wo sie übernachten könnten. Mit genügend Holzscheiben könnte ich eine Bleibe für sie zimmern, aber ich habe da noch nicht genug. Wie sieht's aus? Willst du mir vielleicht helfen? Dürfte ich dich darum bitten, ein paar Holzkisten aufzubrechen und Holzscheiben für mich zu sammeln? Ich begebe mich unterdessen auch selbst auf die Suche. Ich kann doch auf deine Hilfe zählen, oder? Ja, so muss ich mit Holz. Warum hasst man ihn? Ich bin den ganzen sympathisch eigentlich. Ich muss zugeben, auch für den Rest draußen, dass ich
jetzt nicht so der absolute Pokémon-Freak bin. Ich habe natürlich in der Kindheit, war ich ein riesen Fan, aber es ging dann nur bis Gold. Also jetzt weiter habe ich nicht viel Erfahrung, muss ich zugeben. Hey, du hast das glorreiche und super tolle und ausgekugelte Pokémon Go gespielt. Ja. Das macht dich zu einem Hardcore-Fan. Ja, das stimmt. Ich muss zugeben, dass selbst jetzt, so bei mir auch, der Sache sehr, sehr lange treu geblieben ist, ja, ist halt schade, ne? So wie man sowas so wegwirft, so ein Produkt, was man so viel kann. Genau, wo man einfach so viel Potenzial hat, um den Leuten das Geld aus der Nase zu feuern. Also ich war jetzt am Ende, glaube ich, bei 140 ungefähr. Was, Euro? Pokémon. Boah, ich wollte schon sagen, Alter. Ja, ich will mit dir nicht, ey. 140 Euro, ich bitte dich, ey. Also ich habe mich einmal breitschlagen lassen. Oh, Mogelbaum. Mogel. Musste ich übrigens immer an Benjamin Buchsbaum denken bei ihm. Buchsbaum von Darkwing Duck. Mhm. Das stimmt. Darkwing Duck. Genau. Ja, und tja, Pokémon Go war schon... Ja, war schon... Der Sommer war schon geil. Ah, nein! Mann, diese Stunde ist so scheiße. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, ganz ehrlich, ne? Digga, ja, ganz schön. Alter. Oh, ja, der Sommer war so geil. Ja, also das Spiel hat den Sommer ja schon irgendwo geprägt, kann man ja schon so sagen. Und das... Mann, ist so kacke. Aber ich meine, Mann! Soll ich mal probieren? Warte, ich krieg das hin. Ich glaube, also beim ersten oder zweiten Part ist mir das auch schon passiert. Also das kann halt auch nicht, das kann halt nicht geradeaus laufen! Ich meine jetzt hier. So, ich will mal probieren, ja. Also mit... Mit so rum eher, oder? Nee, das ist schon richtig so rum. Das ist ja furchtbar mit dem. Ja, sag ich ja, nur mit dem Steuerkreuz, mit B kannst du hinten zentrieren. Ja, wie mach ich schnell? Ach ja. Mit 1 und mit 2 kannst du springen. Oh, warum? Bleib doch mal stehen. Ist ja nicht so, als würde die Wii über Nunchuck verfügen, dass du anschließen kannst, um einen Control-Stick zu haben. Die Entwickler haben sich einfach so gedacht, brauchen wir nicht. Wir kommen wirklich schnell davor, dass du ein Spiel gespielt hast. Dass ich mal die Steuerung raus habe. Ich sag ja, es ist jede Fingerbewegung wird perfekt übermittelt und dann im Spiel komplett falsch umgesetzt. Ja, absolut. Von dir. Ja, Pokémon Go war auf jeden Fall, es hatte so viel krass Potenzial. Ja. Und was sie daraus für eine Scheiße gemacht haben, beziehungsweise sie haben einfach zu wenig gemacht. Das ist gut, ne? Weil wir müssen euch mal den, falls ihr das jetzt erst einschaltet, dann müsst ihr mal, glaube ich, Part 1 oder 2 gucken. Da habe ich wirklich einen krassen Bossfight gegen Sichlor. Das war echt episch. Also das war echt schwer. Das war da tricky. Da war ich auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich es so geschafft habe. Und dass das Sprinten auch so blöd. Was machst du denn da? Ich komme gar nicht rein. Da oben ist ja nur diese eine scheiße Fickkiste. Ich will nur erstmal generell stark kommen. Dass er einfach so gleich so los sprintet, ne? Ja. Das hat Pikachu, der kleine Bart. Okay. Jetzt schaffe ich es, pass auf. Soweit war ja auch schon. Die Zugbrücke, dann ist da hier das Problem. So, jetzt nur geradeaus. Und jetzt musst du es noch meisterhaft schaffen, da rechts rüber zu fahren. Alter, warum fängt er auf einmal an, schnell zu laufen? Weil er dich ficken will. Und jetzt? Gegenhauen. Wie? Mit 1. Geil. Meisterhaft. Warum denn das jetzt? Weißt du, das Spiel möchte, dass du diese Erfahrung machst und somit verlängert. Weißt du, du kannst natürlich ein Spiel auch auf so eine Art und Weise strecken, indem du es einfach so programmierst, dass es nicht funktioniert. Ich habe 170 Stunden in Witcher verbracht, ne? Und ich habe 180 Stunden im Pokepark verbracht. Ja. Und keine Minute davon bereut. Aber schon tricky. Also ich meine, wir sind ja beides Dark Souls-Spieler. Das Spiele merkt man immer wieder. Aber ich merke gerade, da liegt irgendwas anderes. Das ist gar kein Holz. Aber jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt wollen wir so haben. Da leuchtet irgendwas. Sofern es kein goldenes Superholz ist. Oh, was ist das? Okay, es waren 100 Bären. Können wir nicht einfach Mogelbaum töten und die Überreste wieder bringen? Wobei Mogelbaum besteht ja eigentlich aus Gestein. Deswegen ist es ja Mogelbaum. Was ist eigentlich dein Lieblings-Pokémon? Boah, das ist eine schwierige Frage. Könntest du mich auch fragen, was mein Lieblingsfilm ist? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe auf jeden Fall meine Favoriten, die auch sehr lame sind, weil es die Favoriten von jedem sind, der mit Rot und Blau aufgewachsen ist. Also wäre das erstmal? Mewtwo,
Glurak, Akani, Sichlor. Ja, man verbindet halt einfach so ein paar Sachen damit einfach, ne? Also, ja, ich bin ja auch kein Gen-Runner und ich hasse ja Gen-Runner, die sagen, alles ist scheiße, außer die erste und vielleicht zweite Generation. Naja. Das ist halt Hammer nicht so, aber trotzdem ist es so, dass für mich persönlich, weil es einfach das erste Pokémon-Spiel war, was ich gespielt habe, dass sich diese Viecher bei mir am meisten eingebrannt haben. Menki finde ich Hammer gut, Razzaf. Ja, Menki ist richtig geil, ja. Razzaf finde ich auch richtig geil. Was war denn dein Team beim ersten Mal durchspielen? Boah, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich damals so dumm war und meinen Meisterball krass verschwendet habe. Du kommst ja am Ende in diese Azuria City Höhle, oh, hier sehe ich noch. Diese Azuria City Höhle, wo du dann Mewtwo, nachdem du die Pokémon-Liga besiegt hast, ja, fangen kannst. Ich hatte dann den Meisterball und hatte mir den aufgehoben irgendwie. Ich weiß gar nicht, oh, was soll das denn? Immer nur noch so scheiß Beeren. Wo sind denn Holz jetzt hier? Ja, wir hatten noch Holz bei den Dingen, wo wir waren. Ja, dann gehen wir da jetzt einfach wieder hin. Ja, das muss doch irgendwie. Ich glaube nicht, dass der uns für eine Quest in andere Welten schickt. Also so, ich weiß nicht, du hast das Spiel länger gespielt, aber ich stelle mir das jetzt nicht so. Das ist das die erste Quest dieser Art, die ich bekomme. Oh, okay. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also so eine Art von Spiele machen es sich doch immer einfach. Eigentlich schon. Sagen, auf derselben Map ist letztendlich auch die Lösung. Ja. Ups, sorry. Schocken wir das mal unseren Taxifahrer. Ich habe damals, genau, ich hatte den Meisterball dann, bin in die Höhle rein. War einfach so dumm, weil ich war halt auch nur, ich glaube, 8 Jahre alt. Ja. Und in der Höhle war ich dann drin und das erste Pokémon, was mir begegnet, war ein Georock auf Level 54. Und ich dachte mir, wow, voll krass. Ein Georock, das habe ich noch nicht. Und das ist halt Level 54. Ein Meisterball. Und dann habe ich irgendwie tatsächlich im ersten Pokémon Mewtwo mit 99 Hyperbällen gefangen. Was so krass ist, weil du bei dem allerersten Rot und Blau in der Urversion konntest du ja. Muss ich jetzt echt einen langsamen Schritt dahin gehen? Das ist nicht der Ernst jetzt. Ich kann mich zumindest teleportieren. Ja, muss ich jetzt hingehen? Zum Biber wieder was? Ja, ihm was bringen. Meinst du, das behalten wir jetzt da in den Händen? Das weiß ich ja nicht. Das wäre ja aber hammerscheiße, wenn ich jetzt zu Fuß rüberlatschen muss in der Geschwindigkeit. Aber müssen wir denn überhaupt zum Biber? Ich denke schon. Ja, das ist ja das für mich. Boah, Alter! Nee, das muss was anderes sein. Das muss hier irgendwo sein. Der hat aber gesagt, er will was bauen. Wir haben doch keinen anderen Anhaltspunkt. Wie weit ist es denn weg? Weit. Also du siehst unten rechts auf der Minimap, dass wir da oben in die Mitte müssen. Da kommen wir erstmal wieder zu diesem Hub, wo es in die anderen Zonen geht. Und dann müssen wir nochmal durch die Zone durchlaufen. Meinst du, dass wir das jetzt wirklich... Also ich wüsste nicht, wie es anders gehen soll. Ja, dann müssen wir es probieren, dann geht es jetzt nicht anders, sonst fragen wir uns das die ganze Zeit. Oh, was waren denn deine Lieblings-Pokémon? Ja, was sind deine Lieblings-Pokémon? Ja, Burak ist nach wie vor einfach immer vorne. Das war von Anfang an. Drachen ja generell ist halt immer ein Ding, was ich immer mochte. Mhm. Deswegen, auch wenn Burak ja kein Drache ist. Not a Dragon Type! Nee, also das war schon mit von wegen auch so ein kleines Kuscheltier und alles. Ansonsten. Hast du Glurak als kleines Kuscheltier? Ja, ich hatte Glurak so als kleines Kuscheltier gehabt. Ach so. Also mein Bruder war ein absoluter Mauzi-Fan und ich immer Mauzi ist so scheiße, Alter. Ja. Ja, und ja, mein Bruder mochte auch aber immer die Bösen. Und deswegen mochte er automatisch das Anführungsstrichen böse Pokémon, also das von den Bösen. Nicht da! Oh. Alter! Ja, dann müssen wir aber da bleiben, aber dann ist doch gut zu wissen, dass wir dann dahin müssen. Also ich glaube, im ersten Setup, zumindest wo ich die Pokémon-Liga mit gewonnen hatte, war auf jeden Fall wieder Glurak, Gyarados, was glaube ich jeder hatte. Ja, oh ja, Gyarados, Alter. Apollo, aber auch nur, weil ich es nicht tauschen konnte. Apollo? Ich finde Gengar ja geiler. Ja, ich finde Gengar auch geiler, aber ich hatte damals keinen, der mir getauscht hat. Ja doch, in X und Y habe ich mein Competitive-Team, was ich mir gebaut habe, ist dann... Oh, whoops. mein Competitive-Team, was ich mir gebaut habe, ist auch Holz. Ganz viele Holzscheiben machen. Der will ja. Lass mal mit jedem sprechen, der jetzt hier ist. Ja. Als ich Competitive mir da ein Team aufgebaut habe, XY, habe ich auch, weil du kannst ja in XY nur eine Mega-Entwicklung pro Kampf ausführen, habe ich dann mein Team auch um Gengar herum aufgebaut. Mega-Gengar. Gengar, ja, scheiße. Oh, du willst mit mir spielen! Klasse! Wie wär's mit einem Ratespiel? Oh, sehr geil. Ja, Ratespiel, okay. Los geht's! Erste Frage! Woran kann einer deiner Freunde an deiner Stelle teilnehmen? Also Putzen wird es nicht sein, Spiel ist zu einfallslos, Rechtsstreit.
daneben. Okay. Danach hast du das denn jetzt entschieden? Weil ich gesagt habe, putzen. Ach, Spiel, okay. Ja, mach nochmal. Ja, dann müssen wir anscheinend das Quiz gewinnen. Ja, Mann. So. Bären? Weiß die Währung in dem Spiel ist? Ja, okay. Zwei. Du kannst es halt sehen! Ja, aber. Du kannst es halt sehen! Ja, gut, aber. Ne? Oh. Ist doch okay, freu dich doch! Yes! Ja! Zwei! Dritte Frage, komm schon! Krebskorps oder Krabi? Oh, das ist eine gute Frage. Wer hat mehr Beine? Krebskorps kenne ich nicht. Krebskorps ist halt. Das ist das coolste. Das ist mein bester Buddy. Okay. In dem Spiel, der läuft mir die ganze Zeit immer. Krebskorps! Aber ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ja, nee, nein. Also ich glaube, Krabi hat vier Beine. Krebskorps? Vier? Nee, Krabi. Ja, doch, vier. Der hat zwei Scheren. Vier. Und vier Beine. Stimmt. Ich glaube, Krebskopf hat dasselbe. Anzahl gleich, sonst würde die vielleicht nicht da stehen. Dann hau rein. Och. Krebskopf hat mehr Beine anscheinend. Aha. Ich muss Flaschen in den Altglascontainer werfen. Warum hat sie das jetzt? Best, das ist gesagt. Damit ich mich wahrscheinlich das Pokémon dann holen kann, Krebskorps, damit ich dann den Krebskorps angucken kann, um zu wissen. Ah, okay. So verkehrt ist das gar nicht. Also für Kinder ist das, denke ich, ganz schön gemacht eigentlich. So, Bonusleistung kriege ich Bären. Bären, ne? Frage das haben wir schon. Ja. Ist das jetzt gerade selber, Alter? Oh, dann warum eine andere Frage? Ja, okay. Dann sind wir ja der Krebskorps. Ja. Genau! War dir das etwa zu leicht? Too easy! Piece of cake! Es hat sich jetzt nichts geändert hier. Nee, wir haben nur Geld bekommen. Aber gut, die haben wir schon mal abgehakt. So, weiter geht's. Ja, also Gengar, genau. Also beziehungsweise Apollo, Glurak, Sandama. Oh, Sandama ist cool, ja. Super geil. Hast du die Alola-Form von Sandama gesehen? Ich weiß nicht, glaube ich nicht, nee. Sandama ist in Pokémon Sonne und Mond jetzt ein Eistyp und hat so Eisstacheln auf dem Rücken. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Oh, Aquana ist auch richtig geil. Entoron finde ich auch richtig gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Das Rennrennen führt mich her. Hast du bereits am Bogenfenster mit Gyarados teilgenommen? Du konntest während des Rennens übrigens keine der Flaggen auslassen, denn sie verleihen dir Geschwindigkeit. Lass uns kämpfen! Ja klar, warum nicht? Oh, ein gegen Wasser. Sind die alle so kampfwütig? Weiß ich nicht, aber da wird sich bewiesen, dass Pokémon das selber möchten. Und ja, ja. Nur das bieten, was sie möchten. Wie gut, dass ich ein Elektro-Pokémon bin. Ja, auf jeden Fall. Oh, guck mal, der hat eine höhere Defense. Das ist ja kaputt schon mal. Der hat eine höhere Defense. Dann müssen wir auf den Schiff. Oh, guck mal, der hat eine Recovery Time. Der hat Aquana angegriffen. Ja, Assi. Komm, jetzt hier, bitte gehen. Also, jawohl. Guck mal, das ist, ob das jetzt Aquaknarre ist oder so, weiß ich jetzt nicht. Wie sich alle einmischen hier. Komm, jetzt hier. Bam! Woo, damn! Not bad at all! Ich muss noch einiges lernen, aber spaßig war es nichtsdestotrotz. Sprech mich ruhig wieder. Die stehen auf Schmerzen, die Viecher. Ja, die sind alle masochistisch veranlagt. Da hinten ist Gyarados. Oh. So, hier ist Impergator. Impergator ist auch cool. Ja, das stimmt. Impergator! Impergator! Erteile Gyarados bitte eine Lektion, die sich gewaschen hat. Ich zähle auf dich. Okay, ich muss irgendwas mit Gyarados machen. Ach stimmt, die haben irgendwie Beef. Impergator und Gyarados haben irgendwie Beef miteinander. Kommen wir doch dann vielleicht weiter. Aber wie kommen wir rüber zu eben? Ich glaube, das war das Kernproblem. Deswegen hatte ich das nämlich auch noch so im Kopf, dass ich hier irgendwie mit einer Brücke machen musste. Okay. Boah, das ist ja auch. Aber bevor wir jetzt hier ziellos rumlaufen, will ich google das doch mal kurz. Ja. Ich hab jetzt hier keinen Bock, ne? Ganz ehrlich. Wir wollen das ja auch so schnell wie möglich zu Ende bringen. Diese Scheiße. Ich schau mal nach. Das ist aber nichts. Ich kann hier nirgends rüber. Oh, das kann jemand. Auf einem Pokepark heißt das nur. Pokepark Mii. Kann ich wandern? Ich komme da nicht rüber. Pikachu kann nicht schwimmen, anscheinend. Gut, ja. Diese Minispiele. Oh, Hydropi. So, I heard you like Mudkips. Die bringen mich, glaube ich, nicht weiter. Irgendwo war hier noch Weilord. Der hat mich aber, glaube ich, auch noch vollgelabert mit irgendeinem Scheiß.
So. Wir sind in der Strandzone. Strandzone. Guck mal an. Bären. Was muss ich tun? Hast du mit Lapras gesprochen? Nö. Um zur Eiszone im Polions Reich zu kommen, musst du mit Lapras sprechen. Wo soll Lapras sein? Noch du musst erstmal zu Garados kommen. Ja. Roten Punkt auf der Karte eingezeichnet sind, sollen wir uns angucken. Da befindet sich ein bisschen. Ja, hier ist dieser Triftipedi, wo ich gucken kann. Der andere rote Punkt, muss ich mal versuchen, ob ich auch da hinkomme. Korazon? Das hatten wir ja gerade mit dem Wagen. Kürs ein, okay, mit dem Kürs, bla bla bla, gut. Dann würde danach unser Freund scheinbar. Wir werden das Krabi erscheinen werden. Was? Du erfährst weiterhin, dass Krabi und Krebskopf erscheinen werden, wenn du die angespielten Flaschen am Strand sammelst. Das sind keine Flaschen. Was sollen die Flaschen sein? Da kann ich nicht lang, weil hier ein Fels in der Mitte ist. Ich glaube, ich muss Flaschen sammeln, aber ich weiß nicht, wo Flaschen sein sollen. Bei einem Gespräch bekommst du von ihm den Auftrag, Garados zu bestrafen. Bestrafe mich. Das musst du annehmen. Doch schon gleich werden Isse und Pimfer dich ansprechen. Ja, ich meine, das sind die beiden, die auf der Insel da chillen. Isse kann nicht schwimmen, möchte aber von der Insel, wo es sich befindet, wieder runter. Ja, und dann? Gut, dass wie dieser Brücken bauen kann. Vielleicht doch. Wie dieser. Das war da hinten. Das ist das scheiß hässliche. Du gehst zurück in die Grünzone. Na, sag ich doch. Und sprechen das Bidisa, welches auf der Blabberung befindet. Dieses wird zum Pirate-Schalter von dir, um einen Damm zu bauen. Jener kannst du in Holzkisten im ganzen Umfeld finden. Ach, bei ihm im Umfeld. Da waren doch keine Holzkisten, da waren doch scheiß Bären drin. Wollen die uns verarschen, Alter? Bidisa braucht insgesamt 4 Stück, um seine gesamte Familie unterzubringen. Boah, fick dich doch, Alter. Okay. So waren wir schon richtig. Toll. Ja, dann haben wir jetzt locker 20 Minuten verschwendet. Wie wir da rumgelaufen sind. Bidisa! Bidisa!